Heute kam in FIFA eine sehr interessante SBC raus, nämlich nach dem Icon Pack jetzt ein garantiertes Hero Pack. Das Icon Pack kam ja letzte Woche schon richtig gut an, auch weil es eben so günstig war. Die Heroes sind dieses Jahr auch noch stärker als letztes Jahr. Wie das Linksystem dieses Jahr um die Heroes ist und ein paar weitere Infos zu den Heroes findest du in dem Video oben in der Infokarte. Was muss man jetzt also für diese garantierte Hero SBC abgeben? Das ist ziemlich stark, denn du musst hier nur ein 85er Team mit einem Inform eintauschen. Das kostet laut Footbin nur 75.000, was für einen garantierten Hero echt schon ziemlich wenig ist. Als Vergleich, beim Icon Pack musstest du ein 84er und ein 86er Team mit einem Inform abgeben. Das hat damals rund 120.000 gekostet. Die SBC läuft noch 3 Tage und ist nicht wiederholbar. Die Karte, die du daraus ziehst, ist natürlich auch untradable. Was kann man also hier bekommen? Durch die Ratingbegrenzung von maximal 87 fallen hier natürlich einige starke Heroes weg, wie Ginola oder die Natale. Insgesamt gibt es 25 verschiedene Karten zu ziehen. Wenn wir jetzt annehmen, dass die SBC 75.000 kostet, macht man mit ca. 11 Karten mehr oder weniger klaren Verlust. Hier sind trotzdem noch coole Karten dabei, wie Donovan oder Jungberg. Aber es gibt auch eben richtig günstige, wie zum Beispiel Al-Jaber oder Ricken. Die günstigste Karte liegt hier bei 22.000, so viel Verlust kann man also gar nicht machen. Andererseits kann man hier aber eben auch dicke Fische bekommen. Es liegen ca. 14 Karten über dem SBC-Preis von 75.000, was ja schon echt stark ist. Ein Big Win ist hier Yaya Touré auf jeden Fall, der kostet über 1 Mille, oder auch Marquisio. Daneben gibt es aber auch noch Cordoba, Keen oder Cole, also echt sehr viele coole Karten. Im Hintergrund siehst du jetzt noch, was wir aus dem Pack gezogen haben. Schreib uns jetzt unbedingt gerne in die Kommentare, wen du gezogen hast und ob du zufrieden bist oder nicht. Über ein Like und ein Abo freuen wir uns auch noch sehr und wir sehen uns beim nächsten Video.